So, liebe YouTube-Freunde, ihr erinnert euch ja sicherlich an das Video von der Rohkartoffel-Legemaschine, was ich gemacht habe vor 2, 3, 4, 5 Wochen. Weil, da habe ich doch gesagt, es gibt doch auch noch eine Art Automatik-Version. Die sieht man hier. Und zwar legt man die Kartoffeln praktisch da rein, die Teller dreht sich beim Vorwärtsfahren und dann fallen die Kartoffeln da schön gleichzeitig runter. Es wird lediglich hier an der Seite, wo der Antrieb gesteckt, gesichert. Dann haben wir hier zwei Ritzel für die Geschwindigkeit zum Verstellen. Das wird da unten umgelenkt und hier über das Antriebsrad. Man kann über die zwei Ritzel Geschwindigkeit verstellen und B kann man auch hier durchs Verstellen gibt es einen anderen Abrollumfang und somit kann man dort Geschwindigkeit auch verstellen. Was man da noch sieht, da ist der, in dem Sitz Kettele und der Pferde dran, wenn man die Maschine aushebt am Acker, dass der Antrieb einfach nicht runtergeht, sondern da sichert ist auf einer gewissen Höhe. Ja, das System ist eigentlich ganz einfach. Da unten sieht man es, die Antriebswelle da drauf. Das ist, die Teller sind einfach gesteckt. Das ist auch alles über das Stecksystem da geschraubt. Und dann der andere Teller auch bloß noch gesteckt, gesichert, fertig. Und ich gucke mal, ob es einen Abbring mit eurer hat. Wenn man das vielleicht ein bisschen sieht. So, ach, geht ein bisschen schlecht. Aber man sieht es ein bisschen. Ist eigentlich auch nicht schlecht, das Ganze. Ist ein bisschen nobler, wie die andere Version, die ich da gezeigt habe. Ja. Hier sehen wir noch Hefelkörper mit so Aufreißer vorne dran, so Gänsefußschare. Man hat es, der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen, es sind viele Sachen über Fährtrum, dass es einfach ein Stück weit auch nachgeben kann. Und nicht ganz fest ist, sondern dass es ein bisschen nachgeben kann. Und deine Häufelkörper, wo die Schader einfach da vorne reingesteckt, gesichert. Und das Ganze kommt in die Aufnahme, na, wo an der Maschine sind. Einfach auch gesteckt, Bolzen und gesichert und so, ich sag mal 10 Minuten, eine Viertelstunde kann man so ein Grundgerät umbauen zum Kartoffelhäufler.